Hier haben wir übrigens Brooke Shields rechts im Bild. Wissen Sie sicher, die Freundin seit einiger Zeit schon von Pete Sampras links. Brad Gilbert, der Coach. Und seitdem Brad Gilbert das Training von Andrew Agassi übernommen hat, da läuft es beim jetzigen Weltranglisten-Ersten. In der Mitte, da saß Rick McKee, ein Assistenztrainer, während der Woche in Montreal immer dabei. Bisher die Bilanz, um das zu Ende zu führen, 8:7 für Pete Sampras sollte Agassi gewinnen. Dann ist das nicht nur sein 400. Sieg auf der Tour, sondern, das wissen Sie selbst, können Sie selbst ausrechnen, er würde damit Gleichstand erreichen im direkten Aufeinandertreffen mit Pete Sampras. Beweis seine Aufschlagstärke, nicht nur der zweite, sondern vor allem auch der erste, wenn er denn kommt. Adäquates Mittel zu punkten. Das ist der echte Ass. Nachmaß für Pete Sampras 2:0 gewinnt er sein Aufschlagspiel. Das war gestern ganz anders im Halbfinale. Da hatte Pete Sampras zu Beginn gegen Thomas Enqvist große Probleme. Andrew Agassi nahm Mats Wielander gleich den Aufschlag ab, um dann letztendlich sich glatt durchzusetzen. Ähnliche Bedingungen am Finaltag wie gestern beim Halbfinale mit einer großen Ausnahme. Der Bühl gewinnt, der gestern vor allem das erste Halbfinale doch ein wenig beeinflusste. Im Moment zumindest nicht zu erkennen. Temperaturen an die 30 Grad, Luftfeuchtigkeit etwas über 60%. Also durchaus Bedingungen, unter denen es sich Tennis spielen lässt. Vor allem, wenn man durchtrainiert ist wie diese beiden. Ja, wie gesagt, der Wind bisher hält er sich bedeckt. Und das kann dem Spiel eigentlich nur gut tun. Er mag keine Flugplätze, hat aber einen Privatjet. Ganz interessant, wie überhaupt er ein absolut interessanter Typ, nicht nur auf dem Tennisplatz ist, Andrew Agassi. Auch wenn er sich, was sein Privatleben außerhalb des Tennissports angeht, bedeckt hält, und forscht ihm natürlich hinterher, das ein oder andere dringt an die Öffentlichkeit. Und man liebt ihn so. Sehr aggressiv, Andrew Agassi bei seinem ersten Aufschlagspiel, auch wenn der erste Volume ausgelandet war, sucht den Weg nach vorne ans Netz. Nicht unbedingt sein Spiel.
Kurioser Punktgewinn für Andre Agassi. Toller Ballwechsel insgesamt. Man erkennen können, was die beide drauf haben. Jetzt versuchen sie es über die Rückhand. Ja, dieser Volleyfehler, vermeidbar natürlich. Aber da war enorm viel Power drin und ja, das macht eigentlich selten Andre Agassi, dass er sich so freut, so aus sich herausgeht nach einem so wichtigen Punkt zu Beginn eines Matches. Natürlich ist auch er angespannt. Etwas mehr Problemen als Pete Sampras bringt dann aber auch Andre Agassi sein erstes Aufschlagspiel zum 1-2 im ersten Durchgang durch. Das Cherry Stadium natürlich ausverkauft, 10.000 Zuschauer finden Platz und Sie sehen hier das letzte Spiel überhaupt in diesem Stadion. Dazu vielleicht später noch ein paar Worte mehr. Grandios gekontert von Pete Sampras. Zum zweiten Mal eine seiner großen Stärken, diese Vorhand aus dem Rückwärtslaufen herausgeschlagen. Das kann keiner so wie er. Der erste Punkt des Weltranglisten-Ersten gegen den aufschlagenden Pete Sampras. 30-15. Carol McCann's 40-15. Letzten Punkt nicht mehr im Bild, dennoch wieder ein glattes Aufschlagspiel zur 2-1 Führung. Pete Sampras. Sampras 2-1. Como terminé de tipear el informe mensual de marketing, es un plomo y me están presionando. No te lo puedo creer. ¿Todavía no has oído hablar del nuevo software de reconocimiento de voz de IBM? ¿O simplemente le hablas y te lo escribe automáticamente? Estoy anonadada. Anke Huber, auf dem Weg zur Arbeit. Was ist dir wichtig? Ich muss vor allem locker und unbelastet ins Match gehen. Deshalb mache ich vorne ein leichtes Trainingsprogramm. Bisschen laufen, leichtes Stretching
und lockeres Schlagtraining. Und dann esse ich noch eine Kleinigkeit. Natürlich was, das leicht schmeckt und nicht belastet, wie die Milchschnitte. Milchschnitte, die kleine Milchmahlzeit. Aus Weizenmehl, Butter, Zucker, Honig und vor allem Milch. So, jetzt kann's losgehen. Milchschnitte, die kleine Milchmahlzeit. Natürlich, vielleicht haben Sie es gerade noch gesehen, gibt es neben einem großen Batzen Geld hier auch etliche Punkte für die Weltrangliste zu gewinnen. Der Sieger wird 340 bekommen plus die Bonuspunkte. Allein in diesem Match gibt es 45 bzw. 50, je nachdem, wer als Sieger hervorgeht, ob er die Nummer 1 oder die Nummer 2 besiegt. Dennoch, ich habe es zu Beginn schon erwähnt, der Abstand von Pete Sampras auf Andrew Agassi wird sich in jedem Fall verringern, egal wie das Match ausgeht. Der läuft es sehr, sehr gut für Pete Sampras. Ganz anders der Auftritt des Weltranglisten Zweiten als zum Beispiel zu Beginn des Viertelfinales gegen Michael Stich, als er ja 0-4 hinten lag. Immer wieder diese langen Duelle über die Rückhandseite. Das ist mal Pete Sampras mit dem besseren Ende für sich. Natürlich Fan Nummer 1 von Andre Agassi, Brooke Shields. Part 2, 30 all. Auch er kann hart und vor allem platziert servieren, Andre Agassi. Versteckt gestalten, was eigentlich die ganz große Stärke von Pete Sampras ist. Und damit Ass schlagen. Wieder zwei Punkte ab Andrew Agassi, aber insgesamt holt er sich das Spiel zum 2-2 zum Ausgleich. Also auch wenn Pete Sampras bei seinen Aufschlagspielen bisher in dieser Anfangsphase deutlich weniger Probleme hat, diese durchzubekommen als Andre Agassi. Bisher nichts passiert, was den Spielstand angeht. Wait. Kansas out, 15 love. Out!
Cairns Part 2, 15 all. Ast oder nicht Ast, das ist hier die kleine Frage. War er noch ein wenig dran mit seinem Schläger? Andrew Agassi, es wird ihm egal sein, Pete Sampras, Hauptsache den Punkt zum 30-15 gewonnen. Bumper 2, 30 on. On 40-30. Dann lässt er sich überraschen von diesem Ball die Linie entlang. Andrew Agassi, zum ersten Mal gibt Pete Sampras 2 Punkte bei eigenem Aufschlag ab. Aber er übernimmt wieder die Führung 3-2 im ersten Satz. Nochmal ein Blick auf die Loge von Andrew Agassi mit Brooke Shields im Vordergrund. Der Hollywood-Schauspielerin, die im Moment in New York in einem Musical Grease die Hauptrolle spielt und dort vielleicht auch dank der Freundschaft von Andrew Agassi große Erfolge feiert. Das Cherry Stadium, wie gesagt, es ist das letzte Tennismatch, das in diesem Stadion ausgetragen wird. Warum? Ganz einfach. Morgen wird es komplett abgerissen und ein paar Meter auf die Seite verrückt. Neu aufgebaut, etwas, ein klein wenig vergrößert. Im Moment passen 10.000 Zuschauer darauf. Im Neuen werden es dann 10.500 sein. Also der Grund für diesen Umzug, diesen totalen Umbau, sicher, mit Sicherheit nicht die Erhöhung der Kapazität, der Aufnahmekapazität, sondern man will das Ganze modernisieren. Und dann in 2 Jahren, wenn die Canadian Open wieder in Montreal ausgetragen werden, den Zuschauern und auch den Spielern allerbesten Service liefern zu können. Super. Er steht zum ersten Mal im Finale, nicht nur in Montreal, sondern bei den Canadian Open. Bisher läuft's gut. Das ist die Temperatur auf dem Platz. Jetzt sammelt sich die Hitze. Im Stadion wird reflektiert. Im gummiähnlichen Belag. Da geht's dann an die 50 Grad Celsius. That's part 2, 15 on. Help! Throwing 15-30, 15.
Diese Netzkante eindeutig auf der Seite von Pete Sampras. Zum dritten Mal hilft sie ihm. Ein Punktgewinn, zum zweiten Mal direkt sogar. Der Ausblick ist allerdings für beide Akteure für diesen fantastischen Ballwechsel. From part two, 30. Weil er natürlich glücklich abgeschlossen wird für den weltranglichsten Zweiten. Ausgesprochen glücklicher Punktgewinn für Pete Sampras. Nicht da die Rückhand, alles andere als voll. Aber der Ball eiert, Sie haben es gesehen, sicherlich irgendwie übersellt, direkt dann noch auf die Linie. Ganz schwer zu nehmen für Andrew Agassi. Und dann allerdings der gute Abschluss zum Einstand. Tempo aus dem Spiel genommen, Andrew Agassi. Normalerweise spielt er seine Bälle mit viel Druck. Dieses Mal überließ er das, den Druck zu machen seinem Gegner und zwang ihn so zum Fehler oder forderte den zumindest heraus. Die erste Break-Möglichkeit in diesem Match. Für Sampras. Noch kann er lachen, Brett Gilbert. Super. Das Break, es hat sich abgezeichnet. Andrew Agassi wieder mit Problemen bei seinem Aufschlagspiel. Natürlich war da sehr viel Glück dabei insgesamt, auch bei diesem letzten Punkt. Was für ein dummer Volleyfehler von Andrew Agassi. Steht er eigentlich gut zum Ball, vielleicht ein klein wenig zu weit weg vom Netz. Aber an sich ein Volley, den auch ein Nicht-Spezialist wie er sicher verwandeln kann und muss. Aber insgesamt, keine Frage, verdient diese Führung, dieser 4:2 Vorsprung von Pete Sampras, der eindeutig den besseren Start erwischt hat. Bubba, did we get this ball back from the crowd? Not that ball. So, das soll erstmal der Ball, der da irgendwo in der Menge gelandet ist, zurückgebracht werden. Balljunge soll ihn herausfordern. Und Pete Sampras mit Schläger Nummer 2 in diesem Match. Nachdem die Seite gerissen war.
ist dann doch Pete Sampras der Geduldsfaden. Sarah Kent, left 15. Both down. Both down. Come on. Both down. All of them. Come on. Er hatte Doppelfehler im Match. 15-30. Die beste Möglichkeit, eine alte Tennisregel ist, dass sich ein verlorenes Aufschlagspiel zurückzuholen ist im sofort darauf folgenden Aufschlagspiel des Gegners. Drake, sie möchte sie nutzen. Die Möglichkeiten dazu, zwei an der Zahl. Die ersten Breakbälle gleich für den Elternisten ersten. Das war jetzt ein Ast, an dem es überhaupt nichts zu deuten gibt. Den ersten mit Glück, den zweiten mit viel Können abgewehrt. Pete Sampras, Einstand. Im Stile eines Champions zwei Breakbälle abgewehrt und die 5-2 Führung im ersten erspielt. Macht man Sport, trainiert den Body und dann Schokolade. Wieso? Ist doch Joghurtte. Oh. Die schmeckt schön leicht nach Joghurt und Erdbeeren mit einem Hauch Schokolade. Mm. Und frisch aus dem Kühlschrank ist sie einfach am besten. Mm. Joghurtte schmeckt eben mehr nach Joghurt als nach Schokolade. Damit ihr uns nie mehr verlassen. Geht auch leichter. Ten obestrie war mir vynikající. Opravdu vynikající. Obestrie war... Ten software od IBM. Zrovna jsem o něm četla v časopise. Máte tam opravdový multitasking? Snadný přístup do internetu. Hrozně ráda bych tu síť vyzkoušel. Oh, to je můj beeper.
time. Sieht gut aus für Pete Sampras im Finale der Canadian Open in Montreal. 5:2 führt er, etwas überraschend, gegen den Weltranglisten ersten Andrew Agassi. Wenn Sie den Verlauf des Matches von Anfang an mitverfolgt haben, dann haben Sie aber auch mitbekommen, dass es durchaus verdient ist. Zuletzt allerdings auch ein wenig Glück bei ihm. Zwei Breakbälle abgewehrt, den ersten vor allem mit großem Glück, als eine Vorhand von Andrew Agassi nur knapp im Aus gelandet war. Ganz geschickt, dieser Pete Sampras. Fast nur an der Grundlinie. Das ist ja eine seiner weiteren ganz, ganz großen Stärken, dass er eigentlich jedes Spiel spielen kann. Und dann immer wieder diese Vorhand aus der Rückwärtsbewegung. Unglaublich. Er weiterhin das Glück auf seiner Seite. Dieser unterschnittene Return genau auf der Linie. Drei Satzbälle. Den zweiten wehrt er in großer Manier ab, Andrew Agassi. Ausgeglichen, was die Anzahl der Asse angeht, hier auf jeder Seite. Starkes Aufschlagspiel dann doch noch von Andrew Agassi. Nach 0:40, 5 Punkte in Folge. Er verkürzt zumindest mal auf 3:5, aber jetzt Aufschlag bei Pete Sampras. Da fühlt er sich sicher noch ein ganzes Stück wohler beim Return, auch wenn es zuvor gut aussah mit den drei Satzbällen. Unruhe im Publikum während des Ballwechsels. Dachten wohl einige, dass Pete Sampras mit dem ersten Aufschlag die Netzkante leicht berührt hatte. Seinen eigenen Netzrichter, der sah es nicht so.
Unglaublich, was dieser Pete Sampras spielt. Einen Ball nach dem anderen setzt er auf die Linie. Verwandelt er ihn seinen insgesamt vierten Matchball 6-3, der erste Durchgang an den Weltmeisterschaften. Mein Name ist Dieter Bürgi. Ich repariere hier in Leimen und Umgebung seit ca. 13 Jahren Waschmaschinen. Kalk ist eines der größten Probleme. Kalk kann zum Beispiel in die Isolation dieser Heizspirale ein Loch hineinfressen. Man spricht dabei von Lochfraß. Wasser kann eindringen. Dadurch kommt es zum Kurzschluss und die Maschine ist kaputt. Wenn Sie dieser Sache vorbeugen wollen, dann wäre es gut, Sie würden zu jeder Waschtemperatur mit Calgon arbeiten und Sie hätten diese Probleme alle gelöst. Er hat unser Schutzschild durchbrochen. Unglaublich! Hi. Was hast denn du da mitgebracht? Sieht aus wie Schokoriegel. Analysieren D3. Hier Blechdose. Delta UFO Pluto Omega. Die wahrscheinlich längste Praline der Welt. Hier, so geht das. Oh, sind die lang. Wahrscheinlich die längsten des Universums. Für die einen ist es Delta UFO Pluto Omega. Für die anderen die längste Praline der Welt. Oh, schon alle. Ich hol neue. Will er hin? Ob er jemals wiederkommt? 35 Minuten hat er gedauert, der erste Satz. Mit 6-3 ging er an Pete Sampras. Aber eigentlich gar kein schlechtes Omen für Andrew Agassi. Denn wenn man zurückblickt auf das letzte Aufeinandertreffen der beiden, Agassi Biscayne natürlich auch im Finale. Auch da gewann Pete Sampras den ersten Satz mit 6-3. Letztendlich setzte sich Andrew Agassi in drei Sätzen durch, den entscheidenden dritten gewann er mit 7-6. Aber es läuft nicht so optimal bei Andrew Agassi. Er hat natürlich auch mitbekommen, dass er auf einen Pete Sampras trifft, bisher zumindest der Tennis vom Allerfeinsten spielt. Fehlerfrei nahezu, dem nahezu alles gelingt. Da ist aber auch Pete Sampras machtlos, 15 Ball. Erst einmal Diskussion um einen knappen Punkt. I couldn't tell. I'd be guessing. Und Stuhlschiedsrichter Rich Kaufmann sagt, ich kann es auch nicht besser sehen, ich müsste raten und deswegen bleibt er, vertraut er auf die Entscheidung der Linienrichterin. Diesmal überrascht Andrew Agassi den Pete Sampras, der nicht zunächst gleich die Rückhand angespielt hat. Jetzt gut gemeint mit Andrew Agassi, der zum ersten Mal in diesem Match überhaupt in Führung geht. 1-0 in 2. Machen Sie Ihre Reisekasse sicher. Nur American Express Traveler's Checks werden in der Regel binnen 24 Stunden ersetzt. Das
Endlich ist sie da, tolle Scheibe 4. Party Pop vom Feinsten auf einem Doppelalbum mit Boney M. Gloria Gaynor. Und dem aktuellen Sommerhit. Keine Party ohne tolle Scheibe 4. Wir haben ein Rodeo-Turnier. Was mir an dem Auto gefällt, der Parkkomfort. Die Sitze sind sehr bequem. Und vor allem die Laufruhe. Ford bietet einen Vorteil, dass er alle drei Typen zu einem Preis anbietet. Und dadurch ist die Entscheidung natürlich noch leichter gefallen, einen Kombi zu nehmen. Von der Form her gefällt ihm das eben. Das ist rund um das Auto. Das finde ich super. Also der Preis hat uns einfach überzeugt. Ford Mondeo, die sichere Wahl. Verlorenes Bargeld ist für immer weg. American Express Traveler's Checks werden in der Regel binnen 24 Stunden ersetzt. Ein Blick mal etwa, wie ihn die Zuschauer in den Ehrenlogen haben. Auf das Spiel, das im ersten Satz, das soll man sagen, eindeutig ist übertrieben, aber doch Vorteile für Pete Sampras eindeutig zeigte, keine Frage. Guter Auftakt in den zweiten allerdings für Andrew Agassi, der sich natürlich längst noch nicht verloren gibt. Der aber auch schon ein wenig vorgebaut hat im Verlauf dieses Turniers, als er mal meinte, im Moment die wahre Nummer 1 sei Pete Sampras. Das ist eben das Problem, wenn man gegen einen Andrew Agassi versucht, Surf und Volley zu spielen. Da kommen die Returns so schnell zurück, dass man nicht die Zeit hat, schnell genug in die Position, nahe genug ans Netz zu kommen, die man eigentlich benötigt zum Volley. Spielt er alles oder nicht, Andrew Agassi?
Und nicht beim Abschluss des Punktes, aber die zwei Bälle zuvor. Miguel. Sagt, da geht's nicht. Und der war einfach. Einschlag. Der sah aber sehr lange aus, dieser Return von Andrew Agassi. Er wird gut gegeben und das bedeutet Break-Möglichkeit für den Weltranglisten erst. Ja, er ist seiner Devise nicht treu geblieben, der Pete Sampras. Diesen ersten Aufschlagspiel des zweiten Satzes war er öfter vorne am Netz zu finden als im gesamten ersten Satz. Prompt fängt er das erste Break gegen sich ein. Sie haben sicher mitbekommen, die Anfeuerung von Andrew Agassi an sich selbst. Come on! Jetzt beginnt das Spiel des Weltranglisten erst. Ich habe es angedeutet, jetzt beginnt das Spiel des Andrew Agassi. Dieses Break hat ihm sichtlich gut getan. Anfeuerung, auch wenn sie gut gemeint ist, in die Aufschlagbewegung natürlich nicht. Des Weltranglisten-Ersten Andrew Agassi gegen Pete Sampras im zweiten Satz. Das lässt sich gut an. Hattrick im DSF. Borussia Mönchengladbach gegen Ajax Amsterdam. Im Rahmen ihres internationalen Freundschaftsturniers trifft die Elf von Trainer Kraus auf keinen geringeren als den europäischen Champion Ajax Amsterdam. Wird die Mönchengladbacher Viererkette dem offensiv ausgerichteten Spiel der Niederländer standhalten können? Borussia Mönchengladbach gegen Ajax Amsterdam. Heute 21.55 Uhr. 3:6, 3:0. Der Zwischenstand im Finale von Montreal, der Canadian Open. Aussicht von Andrew Agassi, der sich gefangen hat. Der im ersten Satz Probleme hatte gegen einen Pete Sampras, der großartig aufgespielt hat, vor allem auch taktisch, der fast nur ausschließlich von der Grundlinie agiert hat. Der aber dann die Geduld, so hatte er zumindest den Anschein, ein wenig verloren hat, seinem ersten bisher einzigen Aufschlagspiel im zweiten Satz. 3-4 Mal sich verleiten ließ, nach vorne zu gehen ans Netz.
zuletzt passiert wurde, das erste Break einfahren musste und deshalb die 3:0 Führung. Es ist nur ein Break, aber das ist sehr viel. Wenn ein Andrew Agassi mal, wenn die Maschine mal ins Laufen gekommen ist, und das ist sie anscheinend. Kansas out, 15-1. Wieder der Fehler beim Volley von Pete Sampras. Aber in erster Linie wieder am großartigen Return von Andrew Agassi. Muss er den Ball an der für der T-Linie nehmen. Setzt ihn dann, wenn auch nur knapp, ins Aus. Ass Nummer 7 für Pete Sampras, der dem Publikum andeutet, jetzt feuert mich doch auch mal an. Dann rennt ich wieder mal ein gutes Aufschlagspiel von mir. Ich habe einen ganzen Applaus, wie so oft, für den Gegner, in diesem Fall für Andrew Agassi, übrig. Linienduelle jetzt in diesem zweiten Satz immer öfter an Andrew Agassi gehend. Der Schlüssel vielleicht zum Erfolg, zumindest zum Vorsprung. Mal
Der Punkt an Andrew Agassi nach einem Netzroller von Pete Sampras. Ja, insgesamt aber mehr hätte machen müssen aus diesem Ballwechsel, den er lange Zeit beherrscht hat. Statt 15:40, 30 beide. Pech in diesem Fall, die Seite gerissen. Da war er dran. Agassi setzt sich schon mal hin. Er weiß, wie Sampras lässt sich Zeit beim Schlägerwechsel. Er will ja nicht in der Sonne schmoren. Immer dieses Spielchen mit der Vorhand aus dem Rückwärtslaufen. Und Agassi zum ersten Mal mit leichten Problemen, aber er setzt sich durch im zweiten Satz. 4-1. Σοβαρέψου ρε Δημητράκη. Και πώς θα τα κάνουμε όλα αυτά. Θα μπούμε στο IBM Global Network. Θα τσιμπήσουμε κάτι για μεσημέρι. Diesmal kriegen wir die Seuche. Ja, aber vorher nehmen wir noch einen Snack. Schöne Frau, habt ihr schnell Snack? Schneller Snack? Bei mir ist alles noch hausgemacht. So wie meine Haselnusstafeln. Herzhaft. Wird ja auch aus besten, ausgesuchten Zutaten gemacht. Mit Ruhe und Sorgfalt. Den Unterschied schmeckt man. Noch eine Runde. Und die Sträuche? Nicht so schnell. In der Ruhe liegt die Kraft. Mutter, heute noch so gut wie hausgemacht. Also das Thermometer haben wir schon mal gesehen. 50 Grad, höher geht es nicht. 50 Grad Celsius, 120 Fahrenheit. In etwa die Temperatur dort, wo die Aktion ist, auf dem Platz. Aber das sind Bedingungen, die die beiden kennen. Gerade wenn es in Amerika oder hier in Kanada im Hochsommer zu Wege geht, dann ist man solche Temperaturen gewohnt. Nur jetzt offen ist es auch viel, viel heißer als in Cincinnati, Indianapolis. Heißt auch das Spiel in dieser Phase. 8-8. Ich habe nicht genau verstanden, was Andrew Agassi da gesagt hat. Könnte etwa in die Richtung gegangen sein. Immer auf die Linie. Thank you.
Was für ein glücklicher Punktgewinn für Pete Sampras. Ärgerlich auf der anderen Seite für Andrew Agassi. Hervorragend aufgebaut das Ganze und miserabel abgeschlossen. I just missed. Well. Yeah. Diesen Punkt gibt es. Keine Diskussion. War etwas mehr drin. Noch für Andrew Agassi, aber was soll's. Wenn Pete Sampras herankommt auf 2-4. Das eine vielleicht entscheidende Break in diesem zweiten Satz ist Andrew Agassi noch vorn. Punktgewinn für Pete Sampras. Man bekommt endlich auch mal eher den verdienten Applaus. Agassi, auch wenn er diesen Punkt macht, ist, ja, wie soll man sagen, einigermaßen nervös. Das war eine Reaktion vor diesem Ballwechsel zu erkennen, als er diesen einen Balljungen harsch zusammenstaucht. Go back, geht zurück auf seinen Platz, das ist nicht dein Ball. Natürlich auch, dass das eine ganz entscheidende Phase in diesem zweiten Satz ist. 0:30, 30:30. Fantastisches Tennis jetzt von beiden, eine Idee stärker, zuletzt Andrew Agassi.
der die Führung aufbaut im zweiten Satz, 5:2. Aber zum zweiten Mal war es einigermaßen eng für den aufschlagenden Andre Agassi. Dieses Mal sogar 0:30. Dann war er doch ein wenig nervös, gereizt. Natürlich hat auch er erkannt, dass sich Pete Sampras wieder gefangen hat. Also wieder zu seinem alten Spiel, zu dem aus dem ersten Satz mehr zurückgefunden hat. Viel von der Grundlinie agiert. Allerdings Andrew Agassi mit einer Leistungssteigerung im zweiten Satz. Ich gehe mal davon aus, dass dieses Match im dritten entschieden wird. Es wäre aber auch das erste in diesem Jahr, dass die beiden gegeneinander spielen, indem es zu einem glatten Ergebnis kommen würde. Sollte hier Pete Sampras doch noch zurückfinden in diesem zweiten Satz und ihn noch herumreißen, was eher unwahrscheinlich ist, auch wenn es nur ein Break ist, dass er hinten liegt. Zuschauer, 10.000 sind es, die direkt dabei sind auf der Anlage, viele Millionen auf den Fernsehschirmen weltweit. Ich kann mir gut vorstellen, dass alle von Ihnen einen dritten Satz erleben möchten, wenn die Nummer 1 und die Nummer 2 aufeinandertreffen und die beiden beweisen in diesem Match, dass sie völlig zu Recht da ganz oben stehen. An sie reicht im Moment wohl keiner so richtig heran, auch ein Thomas Muster nicht, auf Sand natürlich. Boris Becker, wie sie alle heißen, sie können da schon mal mithalten. Aber über die Saison betrachtet sind die beiden Pete Sampras und allen voran natürlich Andre Agassi verdient ganz oben. Durchgang, da gelang Pete Sampras nahezu alles. Jetzt ist Andre Agassi an der Reihe. Unglaublich die Return. Wieder gegen den zweiten Aufschlag. Andre Agassi hat Satzbälle. 3 Stück. Sampras verfügt über den besten zweiten Aufschlag im Tennis-Zirkel. Der ist dann nicht gut genug gegen einen Andre Agassi. 4 Punkte macht er gegen diesen zweiten Aufschlag. In diesem Aufschlagspiel von Pete Sampras holt sich das zweite Break und damit auch den zweiten Satz. 6:2, Sie sehen es. Blau auf Weiß. Die Parallelen zum letzten Aufeinandertreffen der beiden in Key Biscayne im März dieses Jahres gehen weiter. 3-6, 6-2, so stand es auch dort. Der dritte Entscheidende ging damals mit 7:6 an Andre Agassi. Mal sehen, ob es dieses Mal zumindest ähnlich knapp wird. Thank you.
Seit dem Break zum 2:0 im zweiten Satz, da läuft die Tennismaschine Andrew Agassi auf Hochtouren. Ein ganz anderer Agassi als im ersten Durchgang, den Pete Sampras beherrscht hatte. Pete Sampras, so habe ich den Eindruck, weiß im Moment nicht, mit welchen Mitteln er versuchen soll, gegen diesen Andrew Agassi mit gegenzuhalten. Im ersten Satz versuchte er es mit Erfolg, hauptsächlich von der Grundlinie. Dann kam er immer häufiger vor ans Netz. Mit weniger Erfolg. Blick auf die Statistik, die Bilanz des zweiten Satzes. Entscheidend, deutlich mehr direkte Punkte für Andrew Agassi. Und alles entscheidend natürlich die zwei Breaks. Die zwei Breakchancen, die er nutzen konnte. Ein Auftakt in den entscheidenden Satz nach Maß für Andrew Agassi und Pete Sampras muss sich was einfallen lassen. An der Grundlinie zuletzt die Punkte mit einem hohen Prozentsatz für Andrew Agassi. Ja, hier nochmal die Zahlen aus dem letzten Aufeinandertreffen der beiden schon erwähnt. Sie sehen es, die 1 und 2, genau wie hier 3-6-6-2. Die Bilanz der beiden noch führt Pete Sampras insgesamt mit 8-7 in diesem Jahr, aber schon ein Vorsprung von 2-1 für Andrew Agassi. An der anderen Perspektive, auch daraus hätte man meinen können, aus dieser Perspektive, dass der Ball, so wie es Pete Sampras gesehen hat, auf der Linie war. Stand Ass Nummer 10 und 40-0, 30-15 nach diesem Fehler. Thank you.
Wieder hat er Probleme bei seinem ersten Aufschlagspiel. In diesem entscheidenden Satz. Auch schon ein wenig Glück gehabt, Fitzsempres. Zweiter Aufschlag bei einem Stand war doch sehr lang. Wurde gut gegeben. Jetzt an der Grundlinie. Fitzsempres. Rot, der dritte Aufschlagverlust für den Weltranglisten 2. Riskierte alles, muss auch alles riskieren, der Pete Sampras. Hat wieder mal Glück mit der Linie. Aber ohne seinen ersten Aufschlag wird es schwer. Wieder Breakball. Ist Weltklasse, wie die Sampras auf diesen Breakball abwehrt. Tennis vom Allerfeinsten. Wie man sich das erwartet, erhofft, wenn die Nummer 1 auf die Nummer 2 trifft. Wieder mal, zweimal in Folge sogar der erste Aufschlag. Dann kamen dann auch die Punkte. Er beißt sich durch, Fitzsempres, zumindest in diesem ersten Aufschlagspiel. Seinem ersten Aufschlagspiel im Entscheidungssatz. Zwei Breakchancen, zwei Breakbälle abgewehrt. Grandios. Und den Ausgleich 1-2 geschafft.
Jersey. Geht auf Nummer sicher. Der Punkt schon zuvor an ihn. Dieser Rückhand von seinem Pressimau. Anders als Pete Sampras hat Andrew Agassi seit einiger Zeit schon kaum Probleme, seine Aufschlagspiele durchzubekommen. Übernimmt die Führung wieder 2-1. Entscheidend. Mein Name ist Dieter Bürgi. Ich repariere hier in Leimen und Umgebung seit ca. 13 Jahren Waschmaschinen. Kalk ist eines der größten Probleme. Kalk kann zum Beispiel in die Isolation dieser Heizspirale ein Loch hineinfressen. Man spricht dabei von Lochfraß. Wasser kann eindringen, dadurch kommt es zum Kurzschluss und die Maschine ist kaputt. Wenn Sie dieser Sache vorbeugen wollen, dann wäre es gut, Sie würden zu jeder Waschtemperatur mit Kalkon arbeiten und Sie hätten diese Probleme alle gelöst. Prince, unless for that comb within a bush or the hole in the wall. It was in Silver Stewart behind the door and then. And when the video capture capability make it cat pass. It's an honorary picture. Ask me Tapner set there and I can point you away. In Dinah. Comes Dogcard. Männlich, markant, dreifach gebrannt. Auch wenn Andrew Agassi auch in diesem dritten und entscheidenden Satz des Finales der Canadian Open in Montreal sehr Vorteile hat, es könnte tatsächlich wie im letzten Aufeinandertreffen der beiden wieder eine enge Entscheidung geben in diesem letzten Satz. 7-6 in Key Biscayne. Pete Sampras allerdings mit einigen Problemen. 2 Breakbälle musste er schon abwehren, tat das allerdings. Grandiose Art und Weise. Was ihm abgeht im Moment, der erste Aufschlag. Gut, dass er da aufgepasst hat. Da wagt er ein klein wenig zu viel. Schlägt den zweiten wie den ersten. Mit extrem hohem Risiko.
Klassisch ausgespielt. War früh zu erkennen. Andrew Agassi war deutlich schneller, früher am Ball als Pete Sampras. Zuvor schon jeden Ball erlaufen musste. Dritte Break-Möglichkeit bereits für Agassi im dritten Satz. Bisher zwei ausgelassen. Ohne den ersten Aufschlag wird es schwer nach dem zweiten Doppelfehler und dem ersten Break im Entscheidungssatz. Immer schwerer für Pete Sampras. Nach 3:1 die Führung war das schon die Entscheidung. Dritte Break-Möglichkeit endlich genutzt. Ohne den Ball berühren zu müssen mit diesem Doppelfehler. Nach diesem Doppelfehler der dritte für Pete Sampras. Zweite in diesem Aufschlagspiel. Einer mit vielleicht ganz schlimmen Folgen. Dann erweist wieder mal die Ballbuben ein, wer wohin gehört. Gibt damit seinem Gegner noch etwas mehr Zeit, über dieses vielleicht entscheidende Break nachzudenken, sich zu ärgern. Psychologie, sie spielt im Spitzentennis eine ganz entscheidende Rolle. Aber dieser Pete Sampras scheint die kurze Zeit eher genutzt zu haben, um sich zu überlegen, wie er denn sich das Break zurückholt. Und jetzt beschwert er sich über einen Ball lange zuvor, der im Aus gewesen sei. Da gab es auch ein kurzes Raunen bei den Zuschauern. Aber da wird jetzt natürlich nichts mehr geändert an dieser Entscheidung. 0:40. Da deutet er hin, der Ball zuvor. Hier werde zuvor. Der war entscheidend, der war schon im Aus. Diskussion. Wäre er gut gewesen, Andrew Agassi, wäre chancenlos gewesen.
ist er nach vorne die Seite gerissen. Riesenpech für Pete Sampras, der alles gibt. Und das bei Breakfast. Toller Einsatz, wenn auch vergebens. Da setzt er sich schon mal hin. Jetzt bekommt er den Applaus, den er zu Beginn des zweiten Satzes mal gefordert hat. Das ist natürlich Riesenpech. Die Seite gerissen. Das hat er natürlich gemerkt und die einzige Chance, die er, wenn überhaupt, hat, mit gerissener Seite, gibt es am Netz, aber nicht gegen einen Andrew Agassi. Das Spiel natürlich noch nicht vorbei, auch wenn die ersten drei Break-Chancen vergeben wurden. Ausgesprochen unglücklich. Die erste war dieser Rückhand, die Linie nur ganz knapp verfehlte. Dann der misslungene Return und dann die gerissene Seite. Vielleicht das entscheidende Spiel. Nach 0:40 reißt es Andrew Agassi, wenn auch glücklich nochmal rum. 4:1 führt er im entscheidenden dritten Satz. Mi amor, parece diferente esta noche. Yo no terminé de tipear el informe mensual de marketing. Es un plomo y me están presionando. No te lo puedo creer. Todavía no has oído hablar del nuevo software de reconocimiento de voz de IBM. Vos simplemente le hablas y te lo escribe automáticamente. Estoy anonadada. Wir haben hier an Bord junge internationale Gäste. Sie wollen ihren Urlaub unbeschwert genießen, auch kulinarisch natürlich. Deshalb bieten wir eine anspruchsvolle, leichte Küche. Top-Niveau, aber ganz bewusst ohne schwere Zutaten. Wie Raffaello, ganz bewusst ohne Schokolade. Zartes Kokos, weiße Mandel, leicht geschlagene Milchcreme. Et voilà, ein traumhafter Sommergenuss. Apropos, unser Chef de Cuisine serviert Raffaello leicht gekühlt. Raffaello, un saveur d'été magnifique. Ob er das wegstecken kann, Pete Sampras, diese riesen Möglichkeiten zurückzufinden in das Finale der Canadian Open in Montreal. Er verloren im Aufschlag sofort die Möglichkeit, das sogar dreimal in Folge, sich das Break zurückzuholen. Mit viel Pech, unter anderem eine gerissene Seite dabei, nicht geschafft. Und deshalb liegt er hinten 1:4. So was geht nicht spurlos an einem Punkt. Ist der Widerstand von Pete Sampras gebrochen? Es hat fast den Anschein. Jetzt hat er, Andrew Agassi, dreimal die Möglichkeit zum Break. Doppelfehler. Hohes Risiko mit dem zweiten Aufschlag.
Nummer 11. Da ist er plötzlich wieder da, der erste Aufschlag, den er so lange vermisst hat. Über weite Strecken des zweiten und vor allem des dritten Satzes. Und dann läuft eigentlich auch sein Spiel. Aber diesen leicht zu spielenden Volley, den versiebt er. Oh, es ist fast aussichtslos für ihn stand. Da spielt er den deutlich schwieriger zu spielenden Ball. Den Rückhand-Volley sicher ins Feld. Kannst nicht fassen, auch Brett Gilbert nicht. Fantastischer Return von Andrew Agassi. Da hat er eigentlich relativ viel Zeit, spielt nachhinein, weiß man das besser, den falschen Ball. Ist voll. Das Dutzend Asse. Auch er schafft es. Fünf in Folge waren es nicht, aber er schafft sogar 4 Breakbälle abzuwehren. Pete Sampras verkürzt nochmal, ob es ihm allzu viel bringt. Werden die nächsten Minuten warten. Also, zur Abwechslung mal kein 0-40. Auf dem falschen Fuß erwischt, ein Ass, lange Zeit wieder mal eins von Andrew Agassi, ein ganz wichtiges, ein kurioses, nämlich mit dem zweiten Aufschlag. Etwas zu verspielt. Darf er sich nicht erlauben, Andrew Agassi gegen einen Pete Sampras, der nochmal eine Chance bietet, den er fast schon weg war vom Fenster. Thank you.
Ja, dieses Mal geht er konsequent zur Sache. Andrew Agassi, den Ball. Spiele lang, eigentlich im ganzen dritten und auch im zweiten Satz. Kein einziges Ass serviert, der Andrew Agassi, und dann in dieser so wichtigen Phase plötzlich zwei in einem Aufschlagspiel. Eines davon mit dem zweiten Aufschlag. 5:2, es ist nur ein Break. Sampras hatte seine Möglichkeiten, sich den Aufschlagverlust zurückzuholen, führte 40-0 gegen den aufschlagenden Andrew Agassi im Aufschlagspiel zuvor. Dann viel, viel Pech. Auch wenn es im Moment nach einer klaren Führung für Andrew Agassi aussieht, das Match steht auf des Messers Schneiden. Ausgesprochen eng, hochklassig die Partie. Hier nochmal die Sieger der vergangenen Jahre, und Andrew Agassi könnte ein wenig aufholen. Er wäre der zweite nach Ivan Lendl, der es schafft, die Canadian Open zum dritten Mal zu gewinnen. Er wäre der zweite auch nach Ivan Lendl, der seinen Titel bei den Canadian Open verteidigen könnte. Sieht gut aus für den Weltranglisten Ersten, aber er muss schon noch konzentriert weiterspielen gegen einen Pete Sampras, der wieder stärker geworden ist. Und der Aufschlag hat. Die Konzentration des Andrew Agassi scheint schon bei seinem nächsten Aufschlagspiel zu sein. Voll und ganz darauf konzentrieren. Dem Pete Sampras zuvor eigentlich immer ein wenig zumindest gewackelt hat bei seinen Aufschlägen, dieses Mal zu Null. Und jetzt mit 9 Wellen auch noch die große Möglichkeit für Andrew Agassi, bei eigenem Aufschlag sich den Titel zu holen. Zum dritten Mal, zum zweiten Mal in Folge. Kurz nach, Andrew Agassi hat er vielleicht nicht gesehen, aber gehofft,
dass der Ball im Aus gewesen sei. Keine Diskussion allerdings. Er war wichtig für Andre Agassi. 2 Punkte fehlen ihm noch. Jetzt hat er Matchball. Knapp im Aus der Ball von Pete Sampras. Natürlich über das gewonnene Match, das gewonnene Turnier und die Leistung, die er gezeigt hat. Andre Agassi beweist, dass er zu Recht die Nummer 1 der Weltrangliste ist. Ein sehr, sehr gutes Tennisspiel von beiden Akteuren. Es war knapp im dritten und entscheidenden Satz. Da hatte Pete Sampras die Möglichkeiten zurückzufinden, hat sie nicht genutzt. Viel Pech dabei. Dieser eine Ball ganz knapp. Die Break-Möglichkeit, die Rückhand ist ausgeschlagen, dann die gerissene Seite. Insgesamt aber durchaus verdient der Sieg an den Vorjahresgewinner, an Andre Agassi, der also, keine Frage, weiter ganz oben bleibt in der Tennis-Weltrangliste und der in diesem Jahr vor allem auf Hardcourt so gut wie unbezwingbar ist. Das war's vom Finale in Montreal. Das Abschlusswort von Wolfgang Witt. Ja, wieder eine sensationelle Vorstellung von Andre Agassi und Herbert Steffi hat es angesprochen.